Hier im Kanal gibt es ja schon eine Reihe, ich glaube fünf sind es, dieser sogenannten Kreuzungsknoten, in denen man eine Leine an einem Pfosten befestigen kann, als Absperrung, Umzäunung, was auch immer. Dies ist der Festmachersteg. Er hat frappierende Ähnlichkeit mit dem Kreuzungsknoten Variante 2, ist aber ein anderer. Der Festmachersteg. Unser Pfosten, unsere Leine. Die Leine doppeln wir an der Stelle, wo sie befestigt werden sollte, verdrehen Sie zweimal nach links, dass wir diesen doppelten Ellenbogen bekommen. Dann klappen wir das obere Auge herunter so, dass wir diese Form haben. Und dann wird der Knoten über den Kopf des Pfostens gestülpt, indem er hier durchgeht, hier und hier wieder rauskommt. Also hier rein, aus dem mittleren Auge wieder raus. Zuziehen. Und wir haben unseren doch recht gut aussehenden Festmachersteg.